Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns bei www.torto.de und www.hufer.de. Ja, heute mal wieder hier aus meinem Büro, aus meinem Gymnasium. Meine Schüler schreiben gerade ihre Abitur-Vorklausur und ich habe deswegen ein bisschen Zeit, mich mal mit der V75 in Halmstad zu beschäftigen, denn bei der Aufsicht kann man ja nicht so ganz viel tun. Und wie gesagt, wenn die Schüler Klausur schreiben, dann kann man ja nicht allzu viel anderes tun. Aber ich habe mir mal das Programm angeschaut und habe da doch einiges entdeckt. Wie gesagt, die nächste V75 am kommenden Samstag findet in Halmstad statt. Wir gehen also in den Südwesten Schwedens auf die Bahn im Halland. Und das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass ja das Barfußverbot fällt in Schweden. Das heißt, ab dem kommenden Freitag oder Donnerstag, ab dem kommenden Freitag dürfen in Schweden die Pferde wieder ohne Eisen natürlich starten. Das bedeutet natürlich dementsprechend, dass sich einige Formen doch wahrscheinlich ein bisschen umkehren werden. Und wir wissen ja, dass einige Pferde doch barfuß um einige stärker einzuschätzen sind, als sie ja mit Eisen an den Ablauf kommen. Und deswegen ist es für euch besonders wichtig, bei dieser V75 aus Halmstad, das ist ja die erste V75 nach dem Barfußverbot, guckt euch unbedingt die Sko-Information, also die Schuhinformation an, wie es auf Schwedisch heißt. Auf www.trotto.de findet ihr diese Informationen. Das heißt, wenn ihr auf www.trotto.de schaut, dort die einzelnen Rennen auswählt, dort bekommt ihr die Schuhinformationen, also ob ein Pferd barfuß läuft oder beschlagen, das könnt ihr dann dementsprechend dort alles sehen. Das ist auch nicht überall so. Und bei uns seht ihr ja auch noch alle Rennen im Livestream. Auch das ist ja, wie gesagt, nicht überall so. Deswegen seid ihr hier bei uns bei www.trotto.de genau richtig vorbereitet und auch richtig, wenn ihr die Rennen aus Schweden verfolgen möchtet. Alle Wetten von euch gehen in den schwedischen Pool. Es gibt die Originalquoten und ihr habt natürlich das rundum sorglos Paket hier mit Jörns Swedish Racing World und www.trotto.de und www.hufer.de. Also schaut auf jeden Fall rein. Die letzte V75 in Örebro war ja doch durchaus nicht ganz einfach, aber wer hier zugehört hat, der hat vielleicht einen anderen Sieger nämlich gehabt, denn Lady Silver mit William Ekberg, den habe ich euch ja angesagt. Also diese Stute hat wirklich überzeugt und das war so ein Schlüssel zum Erfolg, wenn man fast die 30.000 Euro in der V75 absahnen wollte. Und deswegen hat es sich doch durchaus auf jeden Fall gelohnt, mit vorne dabei zu sein. Wir wollen jetzt aber reinschauen in die V75 am kommenden Wochenende in Halmstad. Und es geht los, wie immer, um 16.20 Uhr mit dem ersten Rennen. Und das ist ein Lauf zur Silberdivision über 2140 Meter Autostart. Und hier läuft direkt in meinen Augen eine der beiden Banken oder Bänke des Tages. Das ist nämlich Winner Brother, die Programm Nummer 2 mit Johann Untersteiner. Winner Brother kommt hier wirklich mit einem tollen Formspiel rein. Ablauf war zuletzt Dritter in Orbi. Das war ein bisschen enttäuschend. Davor im Divisionsfinale in Zavala war man Zweiter, nur haarscharf geschlagen. Und Winner Brother wird ja hier auf der Bahn von Johann Untersteiner trainiert und Startplatz 2, das mit Abstand beste Pferd im Rennen. Also ich sehe hier eigentlich keinen großen Gegner, sage ich ganz ehrlich. Und deswegen ist für mich Herr Winner Brother die Programm Nummer 2, das ganz klar zu schlagende Pferd in diesem Silberdivisionslauf und vielleicht sogar eine mögliche Bank des Tages. Interessant ist natürlich Frodo Cash, die Programm Nummer 1 mit Thomas Urbeck, kommt aus Dänemark, wird von Stan Hugh dort vorbereitet. War jetzt zweimal siegreich, einmal in Odense und einmal in Charlottenlund. Das war nicht ganz so schlecht, aber ob diese Form natürlich reicht, um hier in Halmstad zu bestehen, da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Und deswegen sage ich also auch Frodo Cash, die Programm Nummer 1 von Thomas Urberg, kann hier vielleicht vorne dabei sein, ein bisschen Vorsicht ist aber zu genießen. Erster Herausforderer sollte die Nummer 6 Major Ass sein mit Rick Ebbinge. Major Ass, wir kennen ja das Pferd aus dem Familienbesitz der Familie Siebert, hat ja im Divisionsfinale vor 4 Wochen in Zavala wirklich richtig überzeugt. Da hatte er wirklich den 2. Platz geholt, war nur haarscharf gegen Kobe Classified geschlagen, ist außen herum die ganze Zeit gelaufen. Also Major Ass hat wirklich wieder mal bewiesen, dass er in Schweden hier wirklich absolut richtig ist. Und deswegen ist das für mich der erste Herausforderer. Er hat natürlich schlechtere Starten, er wird wahrscheinlich nicht an Winner Brother vorbeikommen. Er ist ja eh nicht so der schnellste Beginner. Und deswegen Major Ass, ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube, dass Winner Brother hier doch eine Nummer zu groß ist. Aber für die Platzierung sollte man ihn auf jeden Fall sich merken. Interessant ist auch noch hier natürlich die Nummer 9, Triton mit Mats Gunnarsson. Triton kommt mit guten Formen aus dem Alterssport. Der erste Versuch allerdings in Zavala am 3.2. Divisionsfinale, der ging gehörig daneben, nachdem man ja in Kalmar bereits in der V75 am 13.1. gut gewonnen hat. Aber danach gab es direkt wieder noch einen Sieg jetzt in Mantorp am 19.2. als Warm-up für diese Aufgabe. Deswegen auch Triton, die Programm Nummer 10 hier nicht aus der Welt. Und auch Game Brother, die zweite Farbe aus dem Stall Untersteiner, ist hier natürlich, kann für den Stallgefährten einspringen. Startplatz 11 ebenfalls nicht ideal. Peter Untersteiner fährt ihn. Trotzdem ist er um einige schwächer einzuschätzen als Winner Brother, aber Game Brother kann hier natürlich die Kohlen aus dem Feuer holen, sollte hier vielleicht irgendwas passieren. V75-1, die Silberdivision. Wir nehmen mit die Programm Nummer 2, Winner Brother, meine erste Bank des Tages. Aber wer sich breiter aufstellt,
Aston möchte natürlich die 6 Major Ass, die Nummer 9 Triton und die Nummer 11 Game Broaden. Auf 75.2 ist dann ein divisionsloses Rennen, ein Bänderstartrennen über 2640 Meter, die Pferde 1 bis 6 von der Grunddistanz, die Pferde 7 bis 15 mit 20 Meter Zulage. Und in diesem Rennen läuft direkt die zweite Bank des Tages, denn ich sehe hier wirklich keine Gegner für CassiusClay.de, die Programm Nummer 10 mit Stefan Persson. Der von Christoph Belander gezüchtete Donato Hannover-Sohn hat jetzt wirklich wieder in Orbi gezeigt, was in ihm steckt. Er hat wirklich grandios bei der letzten V75 in Orbi gewonnen am 10. Zweiten, das war sensationell, auch in Achse war er der zweite Platz, da ist ihm keinen Zacken aus dem Krone gebrochen von Startplatz 1, er war eingemauert. Jetzt im Bänderscher, das ist sogar vielleicht noch ein Tacken besser für ihn, weil er eben nicht der schnellste Beginner ist und deswegen für mich ganz klar die Nummer 10, CassiusClay.de, hier für mich die zweite Bank des Tages. Ich sehe hier wirklich bei den Pferden keinen großen Gegner, der ihm hier gefährden kann. Das Einzige ist, wenn er nicht aus dem Band glatt eintritt, dann könnte es interessant werden, aber in meinen Augen ist hier CassiusClay.de ganz klar die zweite Bank des Tages. Im ersten Band sehr interessant ist Let Me In, die Programm Nummer 1 mit Per Nordström, ein vierjähriger Bold Eagle Sohn, war zuletzt in Jägersform am 13.12. am Ablauf, kommt also aus einer leichten Pause, war da disqualifiziert worden. Im Herbst gab es eigentlich einen Heimstall am 18.09. und auch nochmal am 4.10. Jägersroh zwei Siege. Und dieser Let Me In, der ist nicht so schlecht. Also das ist von Per Nordström auch eine Derby-Hoffnung. Das hat er ganz deutlich kommuniziert. Das ist eine seiner Derby-Hoffnungen. Und wenn er natürlich sich fürs Derby und auch jetzt für die anstehenden vierjährigen Rennen, Kunga-Pokal und was jetzt alles kommt, natürlich qualifizieren möchte, dann muss der so ein Rennen natürlich durchaus bestehen können. Und deswegen Let Me In, durchaus interessant, sollte man hier mitnehmen. Auch Rustico, die Programm Nummer 2 mit Thomas Urberg, hat mir in Orbi wirklich gut gefallen. Also er war in Orbi gar nicht so schlecht. In der V75 hat sich dort als Dritter über 1640 Meter wirklich gut geschlagen, hatte zwar nie eine Siegchance, aber er war wirklich gut dabei, kam am Ende noch richtig stark auf. Thomas Urberg hat ja auch gerade Form mit seinen Pferden. Deswegen auch Rustico, die Programm Nummer 2, hier mit dem Bandvorteil, durchaus interessant, sollte man sich genauer anschauen. Weekends Cashflow, die Programm Nummer 5 mit André Eklund, steht auch im ersten Band, war zuletzt in Achseweiler am 11.2. Dritter, das war ordentlich, aber auch nicht mehr, kam für den Sieg in keinster Weise in Betracht. Trotzdem, Weekends Cashflow, die Programm Nummer 5 mit André Eklund, sollte man hier auf jeden Fall sich genauer anschauen. Und aus dem zweiten Band sollte man sich in meinen Augen noch Don't Disturb, die Programm Nummer 12 mit Viktor Rosnev, genauer anschauen. Der vierte Platz jetzt Nikasroh, der war besser, als er aussieht. Davor am 9.1. gab es einen Sieg. Dieser sechsjährige Maharaja-Sohn, der ist nicht so schlecht. Und deswegen Don't Disturb, die Programm Nummer 12 und auch Hamilton Atu, die Programm Nummer 9 mit Kevin Oskarsson. Französischer Wallach hier über die lange Distanz ist immer ein kleiner Vorteil mit französischem Blut, das, wenn man so möchte. Deswegen also auch Hamilton Atu, auch wenn er zuletzt im Monteno über einen vierten Platz sich hinauskam, davor mit Hannah Lennart-Gorp Dritter war, mitnehmen sollte man ihn auf jeden Fall. V75-2, wir nehmen mit die Programm Nummer 10, CassiusClay.de, meine zweite Bank des Tages. Wer sich breiter aufstellen möchte, die 1, Let Me In, die 2, Rustico, die Programm Nummer 5, Weekends Cashflow, die 9, Hamilton Atu und die 12, Don't Disturb. V75-3 ist dann die Golddivision über 1640 Meter Autostart. 10 Pferde kommen in den Ablauf und hier ist doch, ich sage jetzt mal, nicht die allergrößte Klasse am Ablauf. Und ich glaube, dass hier es doch durchaus eine kleine Überraschung geben könnte. Denn hier sind so einige Pferde am Ablauf, wo man denkt, eigentlich müssten sie sowas gewinnen, zum Beispiel Sweetman, die Programm Nummer 3 mit Magnus Juse, hat mit Arne Okogin zuletzt in Jägersform 14.2. wirklich toll gewonnen. Im Divisionsfinale war er vollkommen geschlagen, da war er Siebter, deswegen also Sweetman, die Nummer 3, ist noch nicht hier ganz im trockenen Tüchern, muss man sozusagen. Denn auch Eddie Bear, die Programm Nummer 5 mit Stefan Persson, hat in Achseweiler wirklich toll gewonnen bei der V75. Das war ein ordentliches Laufen. Man hat das Divisionsfinale bewusst ausgelassen und jetzt möchte man sich natürlich für das nächste Divisionsfinale in Zabala in drei Wochen qualifizieren. Deswegen Eddie Bear, die Programm Nummer 5 mit Stefan Persson aus dem Stall von Linda Persson, muss auf jeden Fall hier mit auf den Schein. Hochinteressanter Kandidat, genau wie auch der zurzeit ein bisschen in der Formkrise steckende Four Guys Dream. Four Guys Dream war zuletzt in Orbi nur Fünfter, davor auch am 9.12. in Orbi nur Fünfter. Jetzt der Fahrerwechsel zu André Eklund, weil ja Stefan Persson Eddie Bear fährt. Deswegen, also Vorgeistschwimmen, die Programm Nummer 6 mit André Eklund ist hier nicht ganz so schlecht untergekommen, sage ich ganz ehrlich. Genauso wie auch die 10 Ultion Face mit Adrian Colagini. Der hat zwar zuletzt auch in Zabala am 6.12. enttäuscht im Divisionsfinale, kommt also aus einer kleinen Pause. Muss man schauen, wie er damit zurechtgekommen ist. Trotzdem, Ultion Face ist hier ganz klar für die Überraschung vorzumerken. Für mich ein hochinteressanter Kandidat. V75-3, die Golddivision. Wir nehmen mit die Nummer 3, Sweetman, die Nummer 5, Eddie Bear, die 6, Four Guys Dream und die Nummer 10, Ultion Face.
V75-4 ist dann ein Diamantstuartlauf, wie wir es immer kennen, mit 14 Pferden, diesmal sogar nur 14 Pferde, über 2140 Meter Bänderstart, die Pferde 1 bis 12, die Grunddistanz, die Pferde 13 und 14 mit Zulage. Von den Zulagenpferden fällt natürlich sofort La Ferrari Dimanche auf, die Programm Nummer 13 mit Rick Ebbinger, war zuletzt Zweite in Orbi, davor auch in Orbi am 10.2. der V75 Zweite gewesen, das war ein ordentliches Laufen. La Ferrari Dimanche erlebt gerade so ihren zweiten Frühling. Die war ja schon mal als Vierjährige richtig gut, damals mit Örjan Schietzer immer im Sulki. Jetzt mit Rick Ebbinger dort ja auch im Training. Und da ist sie nochmal richtig aufgeblüht. Ich glaube, dass die hier trotz Zulage ganz weit vorne landen kann. Die sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen. Im ersten Band für mich hochinteressant untergekommen ist Kobe Stream, die Programm Nummer 3 mit André Eklund. Zweite Farbe aus dem Stall von Rick Ebbinger, zuletzt Fünfte in Orbi am 21.2. Das war ein bisschen unglücklich gelaufen für sie, da hatte sie ein bisschen ein Verkehrsproblem, muss man sozusagen. Die Formen davor, 2., 1., 3. in Jägersruh, die waren richtig gut. Und Kobe Stream, die Programm Nummer 3, deutsche Stute im holländischen Besitz, die hat hier für mich wirklich aus dem ersten Band krass Chancen, muss ich wirklich sagen. Die sollte man sich angucken, die hat auf jeden Fall hier allererste Chancen, voll mit dabei zu sein. Beste Nummer und natürlich bester Startplatz hat natürlich Xia Lloyd, die Programm Nummer 7 mit Adrian Colgini. Xia Lloyd war zuletzt mit Dante Colgini in Jägersruh siegreich am 14.2., hat sich in der V75 in Kalmar sehr beachtlich aus der Affäre gezogen, war dort zweitplatziert, war auch schon mal in Zavala am 1.10. des letzten Jahres, am höher dotierten Rennen am Ablauf, hatte dort nicht überzeugen können. Sie ist jetzt 4 Jahre alt, sie soll laut Adrian Colgini die große Route gehen, also auch mit Brottling-Silvia-Pokalen, Sto-Sprinterin und dann ins Sto-Derby, also Stuten-Derby. Xia Lloyd, eine Raya-Mischi-Tochter, die ist wirklich hier sehr gut untergekommen. Startplatz 7 von der Springspur, sie kann gut beginnen. Wenn Adrian Colgini hier die Führung bekommt, dann möchte ich mal die anderen sehen, die noch Xia Lloyd einfangen möchten. Und interessant für mich ist auch noch hier in diesem Rennen die Programm Nummer 5, Eva Kantbar mit Jennifer Oskarsson. Jetzt sagt man natürlich, also die war in Örebro zuletzt 7. letzte Woche und wie soll das denn gehen? Eva Kantbar, die Stute, war vorher mehrfach Erster, Zweiter mit Johann Ole Östre, ist dann zu Markus Dahlén ins Training gewechselt und die ist nicht so schlecht. Das ist für mich eine ganz chancenreiche Außenseiterin, die 12 Eva Kantgar. Natürlich ist die Fahrerin hier nicht allererste Garnitur, das muss man deutlich sagen. Jennifer Oskarsson fährt manchmal ein bisschen und reitet auch manchmal ein bisschen schwierig. Trotzdem, die Stute ist gut und wenn sie eine gute Lage bekommt und an allen vorbeifliegt, da kann die schlechteste Fahrerin nicht viel falsch machen. Und deswegen sage ich, Eva Kantgar, die Programm Nummer 12 mit Jennifer Oskarsson hier auf jeden Fall mitnehmen. Kaprioska Font, die Programm Nummer 14 mit Karl-Johan Jepson aus dem Stall von Björn Gub, hat sich jetzt in Versailles probiert am 23.01. mit Gabriel Gelamini, war umplatziert. Davor gab es in Mailand mehrere gute Formen. Sie kommen aus einem sehr prominenten Stall, Kaprioska Font, die auch wäre andere sehr, sehr gute Stuten bislang in ihr eigen nennen. Erster Start in Schweden, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Das sage ich ganz ehrlich, ob das wirklich gut gehen kann. Erster Start in Schweden, Kaprioska Front, die 14, wäre ich zumindest ein bisschen vorsichtig. V75-4, die Diamantstart-Abteilung. Wir nehmen mit die Programm Nummer 3, Kobe Stream, die Programm Nummer 7, Xia Lloyd, meine Siegerin in diesem Rennen, die Programm Nummer 12, Eva Kantgar, die 13, La Ferrari Dimanche, für mich auch sehr chancenreich, und die 14, Kaprioska Front. V75-5, es geht dann weiter mit der Klasse 2 über 2140 Meter Autostart. Und in dieser Klasse 2 habe ich mir eine rausgesucht, wieder viele denken, wie kommt man denn auf den? Ich bin hier richtig, habe hier richtig Mumm auf Kip Keta Meras. Kip Keta Meras, so heißt das Pferd. Kip Keta Meras, die Programm Nummer 6 mit Magnus Duse, schwerer Name, war zuletzt mit Björn Gupen zur Wahl, am 1.2. Ablauf war dort siegreich, davor ebenfalls mehrere gute Platzierungen mit diversen Fahrern, jetzt mit Magnus Duse im Sulke, das ist natürlich nochmal eine riesige Aufwertung. Ulf Steenströmer ist hier der Trainer, also für mich hier Kip Keta Meras, mein Gott, schwerer Name, hat auf mich auf jeden Fall die allerersten Chancen voll mit dabei zu sein. Interessant finde ich auch Knockboot Meras, die Programm Nummer 3 mit Sven de Dürberg. Natürlich auch wieder so ein Fahrer, wo man sagt, V75 und sowas, ja, aber dieser fähige Kanter Proson kommt aus den letzten 5 Starts immer Top 3 platziert, hat sich zuletzt in Orbi in der V75 durchgesetzt. Das war ja dieses Rennen, wo er als 700 für 10 Außenseiter gewonnen hat. Im Nachhinein muss man sagen, wenn man die Form gelesen hat, ist das keine große Überraschung gewesen. Also der hat ja für 700 für 10 gewonnen, diese Knockboot Meras, aber
Das war schon ordentlich. Und die Formen sind nicht schlecht. Ob das hier wieder klappt, muss man natürlich schauen. Mitnehmen würde ich ihn hier aber auf jeden Fall. Natürlich werden viele hier auch noch auf die Programm Nummer 5 Patricia Bo schauen mit Ken Etche. Patricia Bo, die ehemalige Stute aus dem Stall von Hans-Ulrich Bornmann, jetzt verkauft nach Dänemark, war zuletzt in Orbi disqualifiziert worden nach einem etwas unglücklichen Verlauf. Davor aber auch 2 Siege, 2 Platzierungen. Die Stute ist hier auch sehr gut untergekommen. Ich finde es interessant, dass man mit ihr immer nicht in die Diamantsduett-Abteilung geht, sondern sie immer in den anderen Divisionsläufen startet. Klasse 2 in diesem Sinne. Deswegen, also Patricia Bo hier für mich durchaus und gut untergekommen, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Balder Face, die Programm Nummer 2 mit Inder Sedström, zuletzt in Axelweiler disqualifiziert worden, davor 2. und 1. Plätze mit der heutigen Fahrerin, traut sich erstmals in die V75, muss man schauen, wie das gehen kann. Inder Sedström scheint sich aber mit dem 5-jährigen Rebecca Kronos Sohn sehr, sehr gut zu verstehen, deswegen auch Balder Face, die Programm Nummer 2 mit Inder Sedström hier nicht aus der Welt und auch noch die Programm Nummer 12 Killer Bee, die Nummer 12 mit Joachim Löfgren, zuletzt Dritter in Jägersroh, davor 2. und 1. Jeweils auf der Heimatbahn, jetzt in Heimschall, das erste Mal der V75, aber Killer Bee, die Programm Nummer 12, ebenfalls hier nicht außer Acht zu lassen. V75-5, die Klasse 2. Wir nehmen mit die Programm Nummer 2 Balder Face, die 3 Knock Boots Miras, die Programm Nummer 5 Patricia Bo, die Nummer 6 Kip Kita Miras und die Programm Nummer 12 Killer Bee. V75-6, es geht weiter mit der Bronze-Division, über 2640 Meter Bänderstart, alle Pferde starten allerdings von der Grunddistanz, 2640 Meter, und hier in diesem Rennen kommt unter anderem der Beach Combine ab, auf die Programm Nummer 11 mit Joachim Löfgren aus dem Stall von Karin Walter Mommert. Beach Combine hat sich nach einem kleinen Formtief wieder richtig gefangen, war zuletzt bei fünf Starts viermal Erster oder Zweiter, der letzte Sieg in Jägersroh am 6.2. mit Joachim Löfgren war richtig gut, das war allerdings natürlich immer in anderer Gesellschaft als heute, trotzdem, Beach Combine kann ja von der 11, kann der überzeugen. Der hat in Halmstadt im Sommer letzten Jahres mit Michael Nimczyk, damals auch im Sulki, vor 2 Jahren ist es schon her, hat der richtig gut überzeugt und deswegen, also ich glaube an den, ich sage ganz ehrlich, der hat eine gute Chance hier, der kann fahren, die lange Distanz liegt ihm, Startplatz 11 muss hier im Bänderstart kein Nachteil sein, deswegen Beachcomber, die Nummer 11 mit Joachim Löfgren, auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist Johnny Socks, die Programm Nummer 5 mit Adrian Colgini. Zuletzt disqualifiziert worden, Jägersroh, davor in Kalmar umplatziert, aber davor 2 Siege in Orbi und in Zavala mit Adrian Colgini und Erik Alisson. Das war beides mal ein sehr, sehr gutes Laufen. Und hier ist Johnny Socks, galt lange Zeit als Hoffnungsträger im Stall, 6-jähriger Bold Eagle Wallach. Der kann hier durchaus gewinnen, den sollte man auf jeden Fall mitnehmen, für mich hier chancenreich und auf jeden Fall nicht zu übersehen. That's it, die Programm Nummer 6 mit Klaas Svensson, kommt hier mit guten Formen, war in Kalmar zuletzt siegreich, war auch in Kalmar in der V75 als Vierter im Januar nicht weit zurück. That's it, kommt hier wirklich mit einem sehr guten Formspiegel, kennt die ganzen Bahnen hier im Süden Schwedens und hat für mich ja mit Klaas Svensson auf jeden Fall im Bänderstart mit Startplatz 6 eine gute Chance. Wenn er eine gute Lage bekommt, ist der auch mal die lange Distanz hier alles andere als zu unterschätzen. Genauso wie Frankie Godiva, die Programm Nummer 1, zweite Farbe aus dem Stall von Karl Walter Mommer, trainiert von Konrad Lugauer, gefahren von Markus Waldmüller, auch seit 2 Siege in Orbien in Kalmar, wagt sich jetzt erstmals auch wieder in höhere Garnitur. In Jägersroh hatte man das letztes Jahr schon mal probiert, am 25.11. der V75, da war man Dritter und auch in Orbi am 9.12. da war man allerdings nur Sechster, also das war auch nicht ganz so erfolgreich. Trotzdem, Frankie Godiva, 2 Siege wieder, Form schlägt manchmal klasse, warum nicht? Mitnehmen in meinen Augen auf jeden Fall. Und mitnehmen muss man hier auch noch Moses Broko, die Programm Nummer 12 aus dem Stall von Rick Ebbinge, zuletzt Dritter in Zavala am Divisionsfinale, davor 2 Mal siegreich und 1 Mal Zweiter. Also auch Moses Broko, die Programm Nummer 12, kann so ein Rennen, gerade über die lange Distanz hier durchaus gewinnen, sollte durchaus auf jeden Fall mitgenommen werden. Kann man hier auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und auch Blackfire, die Nummer 10 mit Gustav Johansson, die letzten Male immer stark gewettet hat, eigentlich nie so richtig überzeugt. Zweiter, Dritter zuletzt. Gerade der dritte Platz in Jägersroh, der war schon sehr enttäuschend, hatte man sich doch ein bisschen mehr erhofft. Trotzdem auch Blackfire in dieser sehr offenen Bronze-Division auf jeden Fall nicht außer Acht zu lassen. V75-6, die Bronze-Division, der man sich in meinen Augen sehr breit aufstellen sollte. Man nimmt mit oder sollte mitnehmen die 1, Frankie Godiva, die Nummer 5, 4, Sonny Socks, die 6, That's It, die Programm Nummer 10, Blackfire, die 11, Beachcomber und die 12, Moses Boko.
Und dann kommt zum abschließenden Elfenrennen. Das ist die Klasse 1, V75-7, über 2041 Meter Autostart. Und hier lege ich mich fest, hier habe ich richtig Mumm wieder auf Jutta Southwind, die Programm Nummer 1 mit Magnus Djuse. Jutta Southwind war in Orbit jetzt drittplatziert in der V75. Davor war sie zweimal siegreich über 2600 und 2100 Meter. Startplatz 1 ist für den Hengst nicht unbedingt die beste Lage, das muss man deutlich sagen. Trotzdem, ich glaube hier an Jutta Southwind, die Programm Nummer 1 Magnus Djuse und der 5-jährige Bord Igelsohn scheinen sich richtig gut zu verstehen. Deswegen Jutta Southwind, die Programm Nummer 1 auf jeden Fall mitnehmen. Maserati Hall, die Programm Nummer 5 mit Carl Johan Jepsen, war letzte Woche noch in Örebro im Ablauf, war dort Zweiter. Hat nicht enttäuscht, dieser Twister Bison, aber so richtig für den Sieg kam er ein bisschen zu spät, das muss man deutlich sagen. War auch nicht ganz glücklich pilotiert von Carl Johan Jepsen, muss man deutlich sagen. Er hat die Chance, es heute direkt anders zu machen, deswegen hier Maserati Hall, die Nummer 5, auf jeden Fall mitnehmen. Shake, die Programm Nummer 6 mit Adrian Colgini, wieder ein Starter aus dem Stall von Karin Walter-Mommert. Zuletzt siegreich in Jägersroh gewesen, davor auch in Halmstadt am 4.12., also auf der heutigen Bahn schon mal siegreich gewesen. Kann sowas hier durchaus gewinnen, wobei der einzige Auftritt in der V75 in Mantorp, der endete unplatziert. Jetzt versucht man es nochmal, deswegen mitnehmen auf jeden Fall. Und mitnehmen sollte man hier auf jeden Fall in meinen auch die Programm Nummer 12 Global Difference mit Joachim Löfgren. Der 5. Platz in Zwolle am 3.12. im Divisionsfinale, der stört so ein bisschen davor die Form. 4., 1., 1., 2., was will man mehr? 5-jähriger Wallach hat sich nach V75 mehrfach schon bewährt, deswegen Global Difference in der Klasse 1 und schon V75-Erfahrung, das ist schon hier ein Vorteil. Startplatz 12 hier ebenfalls kein Nachteil, mitnehmen in meinen Augen auf jeden Fall die Nummer 12 Global Difference und auch No Talking You, die Programm Nummer 10 mit Peter Untersteiner aus dem Stall von Johann Untersteiner, zuletzt 4. an Axel Wallach gewesen, davor 3 Sieger am Stück auf der Hausbahn, sind natürlich die Untersteiners hier immer auf jeden Fall ganz wichtig, wie auch Cormie Gleibner, die Programm Nummer 7 mit Johann Untersteiner. Der 3. Platz setzen zur Wahl im Divisionsfinale oder im Margareta-Loppet war es ja, war ordentlich. Davor gab es auch 2 Siege und einen 3. Platz. Also die Untersteiners in Halmstadt muss man sowieso eigentlich immer mitnehmen. V75-7, die Klasse 1. Wir nehmen mit die 1 Jutta Southwind, meinen Siegkandidaten in diesem Rennen, das sage ich ganz ehrlich. Die 5 Maserati Hole, die 6 Shake, die 7 Cormie Gleibner und die Nummer 10 No Talking You und die 12 Global Difference. Ja, ihr seht, diese V75 ist doch sehr unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad. Die ersten Rennen scheinen sehr leicht zu sein mit 2 glasklaren Bänken und dann wird es doch am Ende richtig schwierig. Also man muss sich am Anfang wirklich den Mut haben, am Anfang nicht 1-2 Bänke zu nehmen. Winner Brodde und Cassius Clay wären meine Bankvorschläge und sich dann am Ende breiter aufstellen. Das kann in meinen Augen hier vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Ihr habt die Chance. www.trotto.de www.hufer.de. Dort findet ihr alle weitere Informationen zur V75 aus Halmstadt am kommenden Samstag. Es lohnt sich mitzumachen. Denkt dran, das Barfußverbot fällt. Das heißt, viele Pferde dürfen wieder barfuß antreten. Das kann die ein oder andere Überraschung hier mit sich bringen und deswegen lohnt es sich mitzumachen mit der V75 auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ich sage Lückertil, viel Spaß mit der V75 aus Halmstadt. Ich werde persönlich nicht vor Ort sein. Ich werde am Samstag mal in Paris sein und mir den Prix de Selection angucken. Aber werde natürlich auch die Rennen in Paris ein bisschen verfolgen aus Halmstadt. Ihr könnt das natürlich auch tun, denn ihr wisst ja, der Livestream auf www.trotto.de ist eigentlich für jeden, der wettet, zu erreichen. In diesem Sinne, Lückertil, viel Spaß mit der V75 aus Halmstadt und bis zum nächsten Mal hier bei Jörns Swedish Racing World. Exklusiv bei www.trotto.de und www.hufer.de. Macht's gut!